Hi Leute, willkommen bei BlenderCode & Coffee. Mein Name ist Bernie und heute werden wir endlich mal mit dem Refinement anfangen von unserem Roboter. Das bedeutet, dass wir jetzt mal versuchen werden, diese Auslässe, die wir gemacht haben, wirklich einfließen zu lassen und mit dem originalen Mesh zu verbinden. Hier geht es dann auch darum, eine saubere Topologie zu erhalten. Und wir werden leider auch nicht mehr drum rumkommen, den ein oder anderen Modifier anzuwenden. Aber alles in allem gehen wir jetzt an schon die etwas detailliertere Phase, eben etwas detaillierter, noch nicht so richtig Detail. Und dazu schalte ich euch jetzt mal hier um. Und was ich jetzt machen möchte, was ich immer wieder zwischendurch mache, wenn ich so Stages hinter mir habe, ich sage Save Copy und ich nenne das jetzt einfach Mesh Stage 2. Und wie ihr wisst, wir haben uns ja auch den Mesh Stage 1 erstellt, das war noch die Blocking Phase. Und kann das jetzt gerne mal in den Vordergrund holen. Ich weiß nicht, ob wir den hier auswählen können. Aber wir können hier definitiv sagen Open. Und ich wähle jetzt mal die Stage 1 aus. Das heißt, da sehen wir mal unseren Progress. So haben wir ausgesehen nach dem Blocking. Oder so hat unser Roboter ausgesehen. Würden wir so aussehen, dann sollten wir zum Arzt gehen. Und daraus ist jetzt unser Mech geworden, also unser Roboter. Und ich finde, da hat sich dann doch schon einiges getan. Und wie ihr gesehen habt, das ist jetzt keine, wie soll ich sagen, das ist keine Raketenwissenschaft. Da braucht man nicht mörderisch viel Talent für oder so. Das ist einfach wirklich eine Übungssache. Also, wenn ihr das jetzt am Anfang nicht so gut hinbringt, dann bedeutet das nicht, dass ihr dumm seid, dass ihr untalentiert seid oder sonst was. Lasst euch das auch von keinem einreden. Das ist wirklich eine Übungssache. Das gilt generell. Kunst ist ein Handwerk und jedes Handwerk kann erlernt werden. Natürlich darf man sagen, muss man auch sagen, Menschen mit Talent haben da einen riesen Vorsprung. Aber jemand, der sich stetig mit Üben verbessern möchte und wirklich das verinnerlicht, hat immer die Nase vorne gegenüber jemandem mit Talent, der auf diesem Talent faul liegen bleibt. Habe ich auch lernen müssen. Ich dachte auch immer, ich bin katastrophal untalentiert. Wenn ich es mir jetzt so ansehe, sage ich ein bisschen untalentiert. Also so manche Sachen finde ich immer noch erstümperhaft. Man ist ja auch als Künstler jedweder Art irgendwo sein schärfster Kritiker. Aber ja, das gehört einfach so ein bisschen dazu. Lass ich aber von eurer inneren Stimme nicht entmutigen. Und lass ich auch von keinem einreden, Junge, du hast kein Talent. Hör auf damit, das bringt bei dir eh nichts. Wenn man was wirklich will, dann kann man es auch lernen. Und entsprechend wird es natürlich auch jetzt bei euch besser werden, wenn ihr nach und nach immer mehr Sachen mit Hard Surface Modeling macht. Wundert euch aber nicht, wenn das anfangs einfach katastrophal aussieht in euren Augen. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. So, was wir jetzt machen, und zwar bevor wir hier den Mirror Modifier anwenden, denn wir müssen das bald machen. Wir wollen nämlich dieses Objekt hier rein mergen und wie wir sehen, ist das Mesh nur auf diese Seite. Aber da ich niemals so wahnsinnig wäre, hier dieselbe Arbeit auf beiden Seiten zu machen, werden wir die Verbindung von diesem Auslass mit diesem Objekt noch vorher machen. Und dazu müssen wir unser Mesh hier aber etwas vorbereiten. Und in erster Instanz muss ich hier mal den Subdivision Surface Modifier deaktivieren, denn jetzt muss ich hier wirklich die Topologie sehen, die ich real habe. Und die ein wenig auf den bevorstehenden Union-Vorgang vorbereiten. Und zuallererst muss ich dafür sorgen, dass diese Edges hier nicht mehr im Mesh stecken. Denn ich möchte den Auslass eigentlich bis innen durchziehen. Und dazu brauche ich hier zumindest einen ordentlichen Loop, der mir dann hier nicht mein Mesh versaut. So, das heißt, ich schiebe den so hin. Ist jetzt vollkommen egal, wie das gerade hier geschadet wird, denn das fixen wir alles noch. Und gleichzeitig gehe ich jetzt in den Wireframe-Mode und suche mir diese Kante hier. Also nur von hier bis hier. Wenn ihr sie nicht findet, könnt ihr auch mal eben in den lokalen Modus schalten, also so. Wieder zurück. Und da schiebe ich jetzt mit GX noch etwas rein, bis dass ich hier eigentlich fast nichts mehr sehe. Wenn hier so ein kleines Stückchen übrig bleibt, ist es egal. Wichtig ist nur, wir müssen hier später einen Edge Loop reinsetzen und einen Face, damit wir da auch sauber rein extrudieren können. Denn da wird es tatsächlich eine Vertiefung geben. Natürlich kommen hier auch noch Lamellen drüber, man sieht da nicht so gut rein.
Aber wir wollen das relativ realistisch halten hier. Und da kommt es auch auf so kleine Details oft an. Was ich jetzt noch brauche, ist eine Topologie, die mir ermöglicht, auch die Vertices nachher zu mergen. Das heißt, und das ist jetzt ein Vorteil von Blender 2.8, ich gehe jetzt mal mit beiden Objekten in den Edit Mode. Und ihr seht, ich kann jetzt hier Edge Loops einfügen und zwar an beiden Objekten. Nur, dass diese Operationen hier noch separat stattfinden. Und das Erste, was ich jetzt machen könnte, damit ich mir diesen ganzen Ärger dann mit dem Loop erstellen hier spare, ist, ich schiebe das mit G und ZZ wieder nach hinten. Und zwar so weit, bis dass ich diese Ecke hier verdecke. Wir können das auch später wieder rein extrudieren. Gleichzeitig brauche ich hier drüben jetzt noch ein paar Edge Loops. Und zwar hier einen. Ich möchte auch hier noch einen haben. Allerdings hier nicht so knapp, denn ansonsten kriegen wir ein Problem. Hier unten gehen definitiv auch noch Edge Loops ab und die versuche ich jetzt mal einzufügen. Ich kann jetzt hier meinen Subdivision Surface Modifier wieder aktivieren, damit ich auch sehe, dass ich das Mesh nicht zu sehr in seiner Form verändere. Denn natürlich ist der Subdivision Surface Modifier immer stark abhängig von der Anzahl der Edge Loops, die wir hier haben. Das heißt, ich füge jetzt hier noch einen ein. Und ich sehe schon, das wird hier hinten zu viel. Also ich mache das nochmal rückgängig. Werde mir aber den Subdivision Surface Modifier jetzt generell deaktiviert lassen und lasse mich da erstmal nicht irritieren. Wir löschen, also wir machen so weit rückgängig, bis auch dieser Loop weg ist. Und ich mache das jetzt einfach, das klingt jetzt richtig doof, ich mache das jetzt einfach frei heraus. Und zwar möchte ich hier einfach reincutten. Und da wird es jetzt schon schwierig, denn er fängt mir hier irgendeine andere Kante. Das heißt, ich muss jetzt hier in den Edit Mode des Roboterkorpus gehen. So, und jetzt schneide ich hier mal rum. Kann ich auch so machen. Passt schon, hier oben sind wir eigentlich abgesichert. Jetzt möchte ich hier auch noch etwas machen. Da geht es mir einfach nur darum, dass große Teile des Meshes jetzt nicht beeinflusst werden. Und ich mir sozusagen nur eine kleine Portion versaue und später nicht so viel Arbeit mit dem Fixing habe. Deswegen schneide ich jetzt hier mal so einen provisorischen Loop rein mit einem Haufen Engons. Wir haben ja in der Vorbereitung schon gesehen, das können wir alles wieder fixen, aber ich möchte das eben jetzt vorher mal so absichern. Und was ich jetzt machen kann, das sehe ich gerade, diese Edge dissolve ich gleich nochmal hier und cutte hier von diesem Punkt zu diesem Punkt. Und jetzt gehe ich hier, schnappe mir die beiden Sachen und also erst hier in den Auslass, dann mit Shift und Linksklick den Korpus und mit Steuerung Ziffernblock Plus habe ich jetzt mal einen Boolean Modifier mit der Union Operation erzeugt. Und damit das jetzt auch was wird, muss ich den applyen. Ganz wichtig ist natürlich, wir haben auf dem Objekt hier einen Mirror Modifier drauf. Das heißt, unser Cutter, der müsste jetzt auch hier irgendwo reingewandert sein. Ich muss den wieder sichtbar schalten. Was ist das hier? Ich schalte jetzt die Cutter mal ein. Hier ist er. Den Mirror Modifier sollten wir entfernen, denn ansonsten entsteht hier drüben im Mesh auch ein Objekt, obwohl im Ursprungsmesh da noch gar nichts ist. Das heißt, das ist immer wichtig, bevor ihr das dann anwendet, solltet ihr das entfernen, diesen Modifier. Und wie ihr seht, wir haben das Objekt hier drüben jetzt trotzdem sichtbar, weil ja die Boolean Operation noch vor dem Mirror Modifier stattfindet. Kann ich jetzt mal zeigen, was passieren würde, wenn das nicht so wäre. Dann verschwindet das hier. Aber wir wenden das jetzt bald genug an. Ich weiß, wir wenden das jetzt eigentlich in der falschen Reihenfolge an, weil von der logischen Reihenfolge her wäre erst noch der Subdivision Surface Modifier hier. Aber wir wenden das einfach mal an. Wir haben auch unten eine Warnung bekommen. Modifier was not first, result may be different, etc. Und ich sehe schon, es ist jetzt einiges zu fixen. Und hier muss ich mir jetzt immer die Frage stellen, welchen Teil will ich erhalten? Also das hatten wir auch in der Vorbereitung schon. Und hier haben wir es natürlich in einem komplexeren Fall. Denn zum einen möchte ich die Kante hier beibehalten, das heißt diese Hard Edge, die hier durchfließt. Zum anderen möchte ich aber auch die Form des Zylinders beibehalten. Was wir jetzt erst wieder machen, wir aktivieren das Auto-Merge. Und fangen an, das hier hinzusnappen. Sorgt auch dafür, dass hier oben im Snapping-Mode der Vertex-Mode aktiv ist. Und dann fangen wir gleich mal an, das hier zu fixen. Und zwar möchte ich jetzt diese ganzen Triangles loswerden.
Hier ist es einfach, hier kann ich das raufschieben. Das heißt so. Hier unten, da haben wir jetzt zwei Vertices, das heißt, den möchte ich hier rauf mergen. Und dazu suche ich mir jetzt hier einen Vertex aus, der eigentlich die Struktur am besten erhält. Und das wäre eben dieser hier. Und jetzt wähle ich alle aus. Gehen jetzt zum Schluss. Alt-M, Merge at last. Und ich sehe schon, es hat sich im Shading etwas getan. Darum werden wir uns später noch kümmern, denn wir müssen ja ohnehin noch einen sauberen Loop-Cut hier auch rumführen. Ansonsten wird es ja gar nichts, aber ich sehe schon, das hat jetzt trotzdem nicht so ganz gepasst. Denn wir haben hier noch einen Vertex, denn wir haben hier noch einen Vertex, der auch ziemlich eine unpassende Position hat. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen spielen. Und ich, wie gesagt, ich habe es in der Vorbereitung schon gesagt, dieses Fixen nach Boolean Operations, das kann manchmal ziemlich, ziemlich nervenaufreibend sein. Aber wir versuchen mal unser Bestes. Das heißt, merge das hier hin, das merge ich hier hin. Passt auch soweit eigentlich ganz gut. Jetzt kann ich diese drei hier erstmal mergen, wenn sie sich alle drei, ach guck mal, hier sind mehrere Vertices. Den schnappe ich mir. Muss das Auto-Merge aktivieren, das ist mir rausgesprungen beim Rückgängig machen. Sage mit Steuerung snappe ich das. Auch hier habe ich noch einen doppelten. So, und jetzt kann ich erstmal sagen, hier Alt-M, Merge Center. Das heißt, unsere Form bleibt hier größtenteils beibehalten. Jetzt haben wir hier einen Triangle bekommen. Darum kümmern wir uns später. Ich werde jetzt das hier einfach mal rauslöschen. Diese Edge, also die habe ich dissolved. Und ich möchte jetzt das hier joinen quasi. Das heißt, wir fangen auch hier gleichzeitig an, einen Edge Loop aufzubauen. Die wirklich kniffligen Punkte sind eben hier an den Schnittkanten. Denn hier müsste ich eigentlich beides beibehalten. Und das ist leider nicht so einfach. Wir können mal versuchen, wie es aussieht, wenn ich das hier merge. Das würde halbwegs passen, aber dann wird das hier ein Triangle und das möchte ich auch nicht. Andererseits habe ich auch hier wieder das Problem, dass ich eigentlich eine Chordform habe, die nicht mehr so passend ist und die relativ viele Shading-Probleme machen kann. Ich versuche es jetzt mal auf die Art, indem wir den hier merchen, at last. Dann haben wir zwar hier immer noch ein Triangle, aber mir gefällt das Shading hier auch nicht wirklich. Okay, das heißt, wir müssen hier eine Speziallösung finden. Und da überlegen wir uns noch was. Zuallererst können wir die hier mal joinen. Das ist gar kein Problem. Dann brauchen wir jetzt hier noch zwei Loop Cuts. Am R füge ich mir die hier ein. Und ich cutte, oder können wir die sogar noch weglassen, denn ich cutte mir jetzt einfach mal hier einen Weg durch. Und auch hier mit dem Knife Tool. Ich glaube, es sind nur wieder die Screencast Keys nicht an. Doch, die sind an. Warum sieht man die nicht? Egal. So. Das ist jetzt sehr simpel, das schiebe ich hier runter. Und auch durch das Auto-Merging gelöst. Und hier wird es jetzt wieder etwas schwieriger, denn hier habe ich wieder einen Surface-Punkt mit einer Hard Edge und die möchte ich nicht verlieren. Das heißt, eigentlich wäre hier der korrekte Workflow auch wieder ein Loop-Cut zu machen. Aber wir werden das jetzt nur mal hier hin cutten, dann ist das hier drüben ein Engern. Oder, wenn ich es gerade sehe, hier haben wir einen Vertex, den können wir hier hin snappen, das passt. Okay, dann snappen wir den hier hin. Den snappen wir hier hin. Das heißt, hier haben wir unsere Struktur beibehalten, mit Ausnahme von diesen Stellen hier. Und hier, wenn wir nicht drum rumkommen, auch den Zylinder natürlich etwas zu manipulieren. Jetzt sehe ich, hier habe ich drei Vertices, die merge ich jetzt einfach at center. Denn hier reicht ein Vertex. Auch hier müssen wir drauf schauen, das richtig zu machen. Denn hier haben wir auch das Problem, dass diese Edge hart bleiben sollte. Und wenn wir die zu weit verbiegen, sieht das nicht mehr gut aus. Das hier können wir einfach verschieben. Hier unten das gleiche, dann sieht es sogar etwas besser aus. Hier haben wir noch einen überzähligen, aber den kann ich auch nicht einfach weglöschen. Würde ich den weglöschen, dann geht mir diese Form hier verloren, dass der Hinterteil eigentlich dicker ist. Und jetzt haben wir noch diese hier. Das heißt, ich cutte mich jetzt hier einmal durch.
Und auch hier, und zwar kann ich das so machen. Das sieht jetzt sehr gut aus, wenn hier haben wir eine Quad-Struktur, da geht auch der Loop. Sieht sogar sehr sauber hier rum bis jetzt. Also das passt schon mal sehr gut. Wir kriegen diesen Edge Loop jetzt eigentlich schon relativ schön hin. Wo jetzt das große Problem liegt, das ist dieses Face hier, denn an diesem Face läuft der Loop an diese Kante rein und er läuft immer zur gegenüberliegenden. Das ist leider die hier und er sollte eigentlich hier runterlaufen. Und muss ich jetzt ehrlich gesagt selbst mal überlegen, wie wir das am besten lösen. Ich versuche jetzt mal was, und zwar diese beiden hier zu mergen. At last. Das würde ganz gut aussehen, und dann mergen wir noch diese beiden hier. Alt M at last. Und dann kriegen wir hier unseren Loop Cut hin. Die Form sei jetzt dahingestellt, also ich muss hier natürlich wieder eine Hard Edge machen. Und wir müssen hier die Form etwas weicher machen. Das heißt, mit GX schieben wir das etwas rüber. Und das würde jetzt auch wieder passen. Also ihr seht, manchmal kommen wir nicht drum rum, das hier etwas zu manipulieren. Jetzt haben wir noch ein Stückchen übrig, wo auch das, die Vertices noch nicht passen. Hier würde ich auch sagen, wir mergen das. Alt-M at last. Denn ich möchte diese Kante hier scharf erhalten und deswegen markiere ich sie auch wieder. Darf das nämlich nicht vergessen. Hier werden wir einfach diese beiden Vertices nehmen und dann diesen Alt-M Merge at Last. Wird es hier auch smoother, weil einfach die Kante nicht mehr so hart ist. Ich kann dann mit dem Knife-Tool hier wieder reincutten und lasse es hier rüber gehen. Und dasselbe machen wir noch hier. Auch hier einen Cut einfügen. Und das werden wir erst mit GG etwas zurückschreiben. Und dann C für Constraint und schieben das noch etwas hier rüber. Aber wie ihr seht, müssen wir auch hier was machen, denn jetzt haben wir hier zwar einen Quad, aber die Struktur, die passt nicht mehr ganz. Aber ich kann jetzt schon mal vorsichtig den Subdivision Surface Modifier aktivieren und es sieht nicht so übel aus. Natürlich habe ich meine Hard Edges verloren, das passiert bei den Boolean Operations, aber darum kümmern wir uns noch. Jetzt muss ich noch diese überzähligen Punkte hier fixen, die ich nicht verschieben kann. Ich könnte natürlich versuchen, den hier rauf zu verschieben und mal schauen, was passiert. Das sieht jetzt eigentlich relativ harmlos noch aus. Ich kann jetzt auch den noch hier nach oben verschieben. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, durch den Subdivision Surface Modifier wird das ja sowieso eine etwas weichere Kante. Dann werde ich natürlich jetzt auch versuchen, den hier runterzuschieben und auch den entsprechend ein bisschen. Das heißt so, dass wir hier wieder eine ordentliche Rundung bekommen. Und jetzt haben wir hier Englons erzeugt, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und hier haben wir unser Face in der Mitte. Aber was wir tatsächlich gar nicht brauchen, sind eigentlich diese Edge und diese Edge, die können wir mit Steuerung X dissolven, wenn wir im Edge Selection Mode sind. Und ich würde sagen, das passt schon mal. Hier oben haben wir für meinen Geschmack ein bisschen sehr viel. Hier würde ich mal versuchen, Alt-M Merge at Center, wenn das die Struktur quasi des Zylinders nicht so sehr beeinflusst. Und ich finde, es fällt noch nicht auf. Denn dann können wir auch sagen, hier Alt-M Merge at Center. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Und zwar, wenn wir das hier rauf mergen. Alt-M Merge at Last. Dann haben wir hier auch eine Quad-Struktur. Das gefällt mir sehr gut. Und den ziehe ich jetzt hier wieder runter ein bisschen, damit das hier ein halbwegs gleichmäßiger Ring wird. Hier haben wir es auch verschoben. Hier auch. Hier passt das. So, jetzt ist noch der hier unten übrig. Und ich fürchte, dass der leider von allen zu weit entfernt ist. Aber wir versuchen es dennoch. Und zwar Alt-M, Merge at Last. Und Alt-M, Merge at Last. Das passt. Unser Edge Loop geht auch hier rum. Und das schiebe ich jetzt hier wieder ein bisschen ran. Und hier kommt unsere Hard Edge nach rein. Das heißt, hier sind wir mark sharp. Und jetzt aktiviere ich mal wieder den Subdivision Surface Modifier. Und wie erwartet, sieht das Ganze jetzt etwas katastrophal aus. Haben aber gleich relativ schnell gefixt. Und zwar
werden wir jetzt einfach sagen, select similar, was ist denn, sharpness, genau. Und zwar haben wir jetzt hier die ganzen Sharp Edges markiert und werden auch hier wieder Shift-I1 sagen, um das Edge Creasing zu aktivieren. Und das hat jetzt sehr gut geklappt und ich sehe, hier bekomme ich diesen weichen Übergang, den ich haben wollte. Allerdings sind jetzt hier noch Triangles übrig. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder fixen. Wir haben noch dieses Triangle und dieses deformierte N-Gon. Und da mir dieser Subdivision Loop hier eigentlich mehr oder minder egal ist, werden wir jetzt mal diese beiden Edges dissolven. Und ich werde den hier rumlegen. Das heißt, hier so auf, hier so runter. Hoppla, das war zu viel. Muss immer aufpassen, dass es snappt. Ich kann auch Steuerung gedrückt halten, dann durchteilt er das eigentlich sehr sauber, aber natürlich nicht, wenn ich auf eine andere Edge komme mit der Schnittkante. So, sage jetzt hier Enter und damit habe ich auch hier den Edge Loop. Jetzt habe ich nur noch diese überzählige Edge hier. Liegt daran, hier oben haben wir die ein bisschen anders verteilt. Die schieben wir jetzt hier so hin. Die schieben wir auch noch ein bisschen raus. Und für diese hier muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen. Das heißt, ich verschiebe die erstmal Constraint mit C und schiebe das dann so hin. Und ich sehe, ich habe auch hier unten ein N-Gon. Und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt hier mal cutten. Dann hier einen Cut. Hier durch einen Cut und hier einen Cut. Und natürlich haben wir jetzt noch keine Quad-Topologie, aber ich join jetzt einfach nur noch diese beiden Ecken hier. Eventuell verschiebe ich das hier sogar wieder etwas rein. Denn ich habe jetzt, wie ihr seht, überall eine Quad-Struktur. Und auch im Subdivision sollte sich das nicht mehr bemerkbar machen. Ja, ein bisschen hier, aber das ist eher eine Sache des Edge-Loops. Und jetzt müssen wir uns natürlich mal dem hier widmen. Wir wählen diese Edge aus und diese Edge. Shift-I1. Dann habe ich mir noch den inneren Loop. Shift-I1. Ich werde aber auch hier noch ein Insert machen. Hier sage ich Shift-I-1, denn die Edge möchte ich nicht mehr creasen. Wenn jetzt den Subdivision wieder an. Sieht schon ganz gut aus so. Und jetzt habe ich noch die Möglichkeit, quasi hier einen Loop Cut einzufügen. Und mit dem Loop Cut kann ich die Hardness steuern, aber machen das nochmal rückgängig und stellen sicher, dass Auto Merge wieder aus ist, denn sonst verschwindet unser Loop hier. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, eben zu sagen, dass das hier sehr hart wird, diese Kante, wo das verbunden wurde, oder sehr weich. Ich möchte hier eher eine harte Kante. Hier oben, muss ich zugeben, gefällt mir das aber nicht. Hier oben ist eigentlich dieser weiche Übergang. Er ist generell etwas zu bevorzugen. Das heißt, ich würde sogar diese Edge hier wieder mit Shift-I-1 und STRG-E clear sharp machen. Dann haben wir hier so einen schönen Verlauf rein. Auch bei dieser Edge bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Shift-I-1. STRG-E clear sharp. So, ne, hier sieht das nicht gut aus. Aber weil ich es jetzt gerade sehe, wir könnten natürlich versuchen, das hier zu freezen. Shift E und 1. Das heißt, es wird hier hart. Dann haben wir auch Mark Sharp, damit das scharf skaliert wird. Und jetzt können wir natürlich hier hingehen im Edge Selection Mode. Dann auch hier Steuerung E Clear Sharp. Dann möchte ich das hier weiter herumführen. Das heißt, wähle mir das aus. Ach, guck mal, hier hat sich noch ein N-Gon versteckt. Das ist auch so eine Sache. Also, man übersieht das immer wieder mal. Auch hier hat sich noch ein N-Gon versteckt. Das heißt, hier seht ihr das. Hier ist es eigentlich eher kein N-Gon. Hier ist ein deformiertes Quad. Und darum kümmern wir uns aber erst später. Ich möchte jetzt erstmal meine Hard Edges weiter vergeben. Mit Shift-I1. Na, hat er nicht genommen. Shift-I1. Okay, irgendwas hat er mir hier jetzt gemacht. Ich bin, glaube ich, auf die Duplizieren angekommen.
Shift I und 1. Ach, ich habe Caps Lock drin, danke. So, und auch hier wieder Mark Sharp. Das heißt, ich habe jetzt hier sozusagen meinen Korpus rumlaufen lassen um diesen Auslass. Wichtig ist eben hier zu sagen, Steuerung E Clear Sharp und Shift E und minus 1, denn hier soll auch ein weicher Übergang sein. Und dadurch umfließt das Mesh jetzt sozusagen diesen Auslass. Was ich jetzt machen kann, und das wird eben sehr schön. Ich selektiere das Face und mit Steuerung Ziffernblock Plus werde ich das hier eben erweitern, die Auswahl. Ich zeige es euch nochmal. Ich wähle das Face, Steuerung Plus und hier. Gehe jetzt mit Ziffernblock 3 in diese Ansicht und werde das etwas nach innen extrudieren. Und sobald ich das habe, werde ich das auch noch etwas skalieren. Und zwar muss ich hier den Pivot Point Modus wieder auf den Medium Point stellen. Wir machen das etwas kleiner. Und das hier werden im Endeffekt diese Hitzeauslässe, oder also wo die Abwärme auch raus kann, etc. Hier unten, wir sehen schon, wir müssen unseren Boundary Loop noch hart machen, oder zumindest das hier. Wir dürfen natürlich nicht immer den Boundary Loop nehmen, wenn wir da absichtlich Sachen freigelassen haben. Das hier noch Shift E1 wieder. Ich schalte jetzt mal eben in die lokale Ansicht. Diese beiden Edges hatten wir auch noch hart mit Shift E1. Diese Edges hier hatten wir auch noch und darauf Shift E1. An der Unterseite hatten wir die Schnittkante hier mit Shift E1. Und hier hatten wir auch alles. Steuerung Shift E1. Und auch hier das Edge Creasing wieder anpassen, Shift E1. Und jetzt können wir mal schauen. Hat schon fast. Was noch fehlt, ist, glaube ich, diese Edge hatten wir noch hart. Und diese Edge hatten wir noch hart, um die Form beizubehalten. Und jetzt kann ich mal schauen. Auch hier unten, diesen Edge Loop muss ich noch Shift E1, muss ich hart machen. Wir sehen hier jetzt gerade eine kleine Abweichung. Auch mit dem Subdivision Surface Modifier. Das könnte daran liegen, weil wir ein paar Loops eingefügt haben. Und weil das Mesh noch nicht so zu 100% gefixt ist, aber auch das können wir später noch fixen. Dann hatten wir auch noch tatsächlich hier das Innenleben Sharp. Also, was soll ich sagen, hier. Die beiden hatten wir auch noch Sharp und den hier. Und den Shift E1. So. Dann den Wireframe-Mode wieder ein und jetzt passt auch das Fenster hier sehr schön. Und wir haben damit jetzt eigentlich unser Mesh sehr schön verschmolzen hier mit diesem Auslass. Und im nächsten Tutorial werden wir uns dann ansehen, wie wir das hier machen. Denn wir haben unseren Mirror Modifier immer noch nicht angewandt. Und da wird es jetzt dann wichtig, dass wir uns vorher vergewissern, dass unser Mesh in seiner jetzigen Form passt. Hier habe ich noch was übersehen, Shift E1. Und erst wenn das passt, können wir den Mirror Modifier anwenden. Denn wenn es mal soweit ist, dann ist es wieder schwieriger, quasi Mesh splitten, Aktionen ausführen, Mesh wieder zusammenführen, nur weil wir Kleinigkeiten vergessen haben. Aber das sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir auch gerne noch ein Abo dalassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.